All der Trubel, all die Aufmerksamkeit ist in Europa geblieben. Hier kann sie einfach Biathletin sein und nicht der neue Superstar. Ich finde es eigentlich super schön, dass wir da jetzt halt gerade wirklich Ruhe haben. Wir sind auch oft so mit der Mannschaft unterwegs, einmal schlendern da durch den Ort, Kaffee trinken, auch runterkommen, bewusst ein paar Sachen machen, wo man sonst wenig Zeit hat und wenn es einfach nur Buchlesen ist oder so. Neue Kraft tanken nach einer Weltmeisterschaft, die immer mit Laura Dahlmeiers Namen verbunden bleiben wird. Der Rausch von Hochfilzen. Jawohl, Dynamik, komm! Wie eine bayerische Urgewalt fegte die 23-Jährige über die Konkurrenz hinweg und brach fast jeden Rekord. 5-mal Gold, 1-mal Silber. Insgesamt hat Laura Dahlmeier bei 11 WM-Rennen hintereinander eine Medaille gewonnen. Eine Marke wohl für die Ewigkeit. Es war schon ähnlich wie letztes Jahr, oder es ist mir auch vorgekommen wie ein Rausch, so ein Rennen nach dem anderen, Medaille, Medaille. Aber das Jahr war es halt nochmal ein Level höher, würde ich sagen. Also wirklich mit den vielen Goldmedaillen und so viel perfekte Rennen. Ja, das war der perfekte Flow, würde ich das jetzt einfach mal so bezeichnen, und schon was Besonderes. Die Weltöffentlichkeit staunt und die fünffache Weltmeisterin strahlt. Aber sie ist froh, dass sie diese WM überstanden hat, die so viel Kraft gekostet hat. Im Vorfeld war es schon so, dass ich mir dachte, boah, wenn ich daheim bin, dann mache ich das. Und dann war ich daheim und dann habe ich schon erst mal ein, zwei Tage gebraucht, einfach um runter zum Kämmer, habe gar nichts gemacht. Und dann hat der Opa noch Geburtstag gehabt, da sind wir auch so familymäßig mal zusammengekommen. Und ich war eigentlich auch ganz froh, dass der Aufhänger nicht mehr WM war, sondern dass wir den Geburtstag gefeiert haben. Und trotzdem hat man sich mal so getroffen und ja, einfach auch noch mal ein bisschen Revue passieren lassen. Jetzt ist die WM abgehakt, weil in Korea, in Kontiolahti und in Oslo ein neues Ziel in den Vordergrund tritt. Die Dame in Gelb will das Trikot nicht mehr abstreifen. Die große Kugel ist in greifbarer Nähe. Es ist ja kein Geheimnis, dass ich im Gesamtweltcup recht weit vorne bin, dass ich aktuell die Führende bin. Ich möchte angreifen, ich möchte jetzt einfach nochmal da ja, insgesamt 7 saubere Einzelrennen laufen. Und das, wenn mir gelingt, dann, ja, dann wäre es super. Korea könnte der richtige Startpunkt sein auf dem Weg zum letzten großen Ziel. Kaum Ablenkung, kaum Stress, nur Biathlon für Laura Dahlmeier.